In Hamburg, da starb jetzt ein 25-Jähriger, weil der Hausbesitzer in vermeintlicher Notwehr zur Pistole griff und eben schoss. Und auch wenn die Zahl der Einbrüche dramatisch angestiegen ist, bleibt eben die Frage, darf man tatsächlich auf den Einbrecher schießen? Im Laufe des Tages entlassen und nach derzeitigem Stand sieht die Staatsanwaltschaft keine Voraussetzung für die Beantragung eines Haftbefehls. Zwei Männer hatten gegen 23 Uhr an der Tür des mutmaßlichen Todesschützen geklingelt. Sie stellten ein paar Fragen und gingen wieder. Rund 15 Minuten später klingelten sie erneut. Als der Hausbesitzer die mit einem Riegel gesicherte Tür einen Spalt öffnet, treten die Unbekannten die Tür ein. Der Hausbesitzer zückt seine Waffe und feuert auf einen der Einbrecher. Die Nachbarn zeigen Verständnis für den Todesschützen. Ja, wenn die die Tür eintreten, auf was soll ich denn noch warten? Wenn ich eine Waffe hätte, wenn die reingekommen wäre wenigstens. Ich so, was wolltest du denn machen, wenn das zwei so eine Riesen sind? Es scheint so, als würde in Deutschland mittlerweile immer schneller auf Einbrecher geschossen werden. Erst vor rund zwei Wochen hatte ein 40-Jähriger in Hannover auf einen mutmaßlichen 18 Jahre alten Einbrecher geschossen. Der junge Mann starb. Der Schütze berief sich ebenfalls auf Notwehr. Waffen gegen Einbrecher einzusetzen, das wird heftig diskutiert. Na, die Polizei informieren, aber nicht erschießen, ja. Das gehört sich dazu. Ja, ich würde auch Maßnahmen ergreifen, aber ich würde nicht erschießen. Einfach erschießen geht überhaupt nicht. Man kann die Polizei rufen, aber so gewalttätig muss man nicht werden. Ich hätte keine Absicht zu töten, aber ich würde mein Haus schon verteidigen wollen. Es ist eine riskante Angelegenheit, sich mit einer Waffe in der Not zu wehren. Schnell kann man dabei zum Straftäter werden. Wenn rekonstruiert wird, dass etwa das Androhen oder ein Schuss in die Luft oder aber ein Schuss in den Unterkörper, in die Beine, ausgereicht hätte, um diesen Angriff endgültig abzuwehren, das hängt eben von den einzelnen Umständen ab, dann kann er sich auf das Notwehrrecht nicht berufen. In Hamburg hat der Gebrauch einer Waffe einem 25-jährigen Menschen das Leben gekostet. Die Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass der Schütze in Notwehr gehandelt hat. Nach dem Mittäter wird noch gefahndet. Diskutieren Sie mit über dieses Thema gerne auf unserer Facebook-Seite.